Trader. Mit uns hast du gute Karten. So, ich begrüße euch recht herzlich zu unserem zweiten Duell des heutigen Quarantäne-Streams hier bei uns im Trading-Karte Superstore. Der gute Jan wird mir heute assistieren, euch da ein bisschen unterhalten. Und wir haben wieder neue Decks dabei. Und ich würde einfach mal sagen, legen wir einfach mal los und überraschen mal den jeweils anderen mit unserem Deck des heutigen Tages. Sehr gerne. Gut, als Gast darfst du natürlich als erster würfeln. Na gut, ich glaube, ich nehme dieses Mal den Erdenwürfel. Mhm, gut. Eine 6. Eine 6. Schön. Das ist natürlich ordentlich, aber das kann ich auch. Oh nein. Es geht wieder los. Ups, eine 5. Okay. Jetzt habe ich zwar meine Würfel oder unsere Würfel ein bisschen durcheinander geworfen, aber gut. Alles klar, dann würde ich tatsächlich gerne anfangen wollen. Mhm. Ich würde sagen, auf ein gutes Match. Auf ein gutes Und Match. Und dann legen wir mal los. Erste Runde des zweiten Matches. Und dann wollen wir noch mal schauen, ob überhaupt meine Combo mit meiner Proxy-Karte tatsächlich drin ist. Also nochmal die Info für euch da draußen, die jetzt das Video in der Wiederholung gucken. Ich habe einmal Sauravis, den alten und aufgestiegenen, als Proxy hier tatsächlich drin, weil ich die Karte gerade nicht zur Verfügung hatte. Möchte das Deck aber trotzdem euch einfach mal zeigen, einfach wegen der Combo-Möglichkeiten, die das Deck zur Verfügung hat. Also seht es mir bitte da an der Stelle halt nach. Relevant für mich ist auch tatsächlich nur der Abwurfeffekt, mit dem ich halt zielende Effekte gegen meine Monster halt annullieren kann. So, dann legen wir doch einfach mal los. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon mal ein grandioser Start. Nicht. Puh. Oh mein Gott. Ist aber alles nicht so tragisch. Ich werde beginnen mit folgendem. Ich rufe als Normalbeschwörung meinen Homeoffice-Botter 001. Oh, okay. Ja, da wir alle nicht im Büro arbeiten dürfen, sondern im Homeoffice, habe ich natürlich auch keine Bürobotter, sondern Homeoffice-Botter. Deswegen heißt der Kollege jetzt nicht Bürobotter 001, sondern Homeoffice-Botter 001. So, und jetzt aktiviere ich mal meine Instant-Fusion. Für den Preis von 1000 Lebenspunkten möchte ich jetzt ein Fusionsmonster bis Stufe 5 aus meinem Extra-Deck beschwören, falls du nichts dagegen hast. Sehr gerne. Wunderbar, dann werde ich in dem Fall meinen Panzerdrachen beschwören. Hm. So, und der Kollege wird in der Endphase zerstört, darf nicht angreifen, aber das ist nicht wirklich schlimm, weil ich mache jetzt Link 2 mit den beiden Kollegen einmal. Und dann rufe ich meinen Christron Heiki Fibrax und aktiviere mal einmal seinen Effekt und möchte gerne Empfänger der Stufe 3 oder niedriger aus meinem Deck beschwören, wenn du nichts dagegen hast. Mach das. Das ist grandios. Und da hole ich doch einfach mal noch einen Homeoffice-Botter 001. Macht ihr gut in irgendetwas? Wenn zwei oder mehr Maschinenmonster gleichzeitig als Spezialbeschwörung beschworen werden, solange er im Friedhof liegt, darf ich den Kollegen vom Friedhof zurück aufs Spielfeld beordern. Außerdem bekommt er 500 Angriffspunkte und Verteidigungspunkte für jedes Maschinenmonster, das ich gerade kontrolliere. Und die kleinen Homeoffice-Botter, die können ihre Angriffspunkte massiv bis in die Höhe halt schießen. So, von daher. So, jetzt geht aber erstmal weiter. Ich mache eine Link-3-Beschwörung. Und rufe als nächstes Mecha-Phantom-Ungeheuer Auroradon. Der ist auch neu. Der ist auch neu in Dual Overlord erschienen und hat einen verdammt coolen Effekt. Wenn er als Linkbeschwörung beschworen wird, darf ich 3 Mecha-Ungeheuer-Phantom-Spielmarken beschwören. Außerdem muss ich für den Rest des Zuges auf jegliche Linkbeschwörung verzichten. Außerdem darf ich einmal pro Spielzug 1 bis 3 Monster als Tribut anbieten. Und davon abhängig, was ich halt wie viel ich angeboten habe, einen Effekt aktivieren oder auflösen. Mhm. Für ein Monster darf ich eine Karte auf dem Spielfeld zerstören. Für 2 darf ich ein Mecha-Phantom-Ungeheuer-Monster aus meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Und wenn ich 3 Monster als Tribut anbiete, darf ich meiner Hand eine Falle von meinem Friedhof hinzufügen. Okay, wow. Ja, das ist erstmal ganz cool. Aber jetzt mache ich erstmal den Beschwörungseffekt und rufe mal 3 Mecha-Phantom-Ungeheuer-Spielmarken. Und da habe ich natürlich auch stilecht die Spielmarken aus dem OTS-Pack mal mitgebracht, weil alles andere wäre ja witzlos. So, jetzt aktivieren sich die Effekte von meinem Homeoffice-Botter 001 im Friedhof, und zwar von beiden. Ich möchte die gerne vom Friedhof zurück aufs Spielfeld holen. So, dann gehe ich eine Synchro-Beschwörung Stufe 4 und rufe meinen Herold des Bogenlichtes. Oh, ja. Ja, der gute Kollege, solange der draußen liegt, werden alle Monster, die von der Hand oder vom Deck auf den Friedhof gelegt werden, stattdessen verbannt. Wenn du eine Zauberfalle oder einen Monstereffekt aktivierst, kann ich den Effekt annullieren, indem ich die Karte als Tribut anbiete. Mhm. Und sollte er auf den Friedhof gelegt werden, darf ich meine Ritualmonster oder Zauberkarte vom Deck auf die Hand nehmen. Ja. So, jetzt geht's aber erstmal weiter. Ich mache eine Synchro auf 5 und rufe da den Schnellsynchron. Jetzt aktiviert sich der Effekt von Herold des Bogenlichtes in meinem Friedhof und ich möchte mir gerne eine Ritualkarte suchen. Ja.
So, und da kommt jetzt auch meine Proxy ins Spiel. Also der Sauravis ist halt meine Proxy. Im Zweifelsfall werfe ich den auch einfach für irgendeinen Effekt einfach ab, damit es auch gar keinen Schmu gibt. Dann als nächstes möchte ich ganz gerne einmal den Effekt von meinem Schnellsynchron aktivieren und ein Synchronmonster von meinem Deck auf den Friedhof schicken und seine Stufe entweder um die Stufe des Monsters erhöhen oder verringern. Okay, ja. So, dann schmeiße ich mir den Jet-Synchron auf den Friedhof und reduziere seine Stufe um 1. Das heißt, er ist jetzt bei Stufe 4. Mhm. So, dann geht es weiter. Als nächstes würde ich ganz gerne einmal den Effekt von meinem Mecha-Phantom-Ungeheuer Auroradon aktivieren und zwei Monster als Tribut anbieten, um ein Mecha-Phantom-Ungeheuer-Monster aus meinem Deck zu beschwören. Ja, wieso habe ich abgehoben? Den Token noch geschmissen? Ja, der macht da dann keinen Sinn. Den packen wir mal wieder beiseite, weil der hat da nichts zu suchen. So, dann rufe ich jetzt als Spezialbeschwörung aus meinem Deck das Mecha-Phantom-Ungeheuer Koltflügel. Wenn der Kollege als Spezialbeschwörung beschworen wird, bekomme ich zwei Mecha-Phantom-Ungeheuer-Spielmarken. Die Stufe von dem Koltflügel erhöht sich um die Stufe der Mecha-Phantom-Ungeheuer-Spielmarken auf dem Spielfeld. Und was die meisten mit Mecha-Phantom-Ungeheuer gemeinsam haben, ist, dass sie halt nicht durch Kampf- oder Karteneffekte zerstört werden, solange eine Spielmarke halt draußen liegt. Okay. So, jetzt bekomme ich aber erstmal zwei Spielmarken. Und das bedeutet auch, dass ich jetzt den Effekt von meinem Homeoffice-Botter 001 wieder am Friedhof aktiviert und ich den Kollegen wieder aufs Spielfeld beordern darf. Das tue ich jetzt auch einmal. Das macht zum Glück nur einer, aber... So, jetzt geht es aber weiter im Text. Ich mache jetzt erstmal eine Synchro-Beschwörung auf Stufe 7 mit dem Token und meinem Schnellsynchron, weil der Stufe 4 ist. Genau. Und rufe als Spezialbeschwörung meinen Cybers Quantendrache. Den guten Kollegen darfst du nur als einziges als Ziel für Angriffe oder Effekte wählen, solange ich ein Link-Monster kontrolliere und am Beginn des Damage-Steps sollte er gegen ein Monster kämpfen, das darf ich auch noch einmal pro Spielzug machen, kann ich ja dein Monster auf die Hand zurückschicken und mit ihm einen zweiten Angriff machen, wenn er kämpft. Ja. So, jetzt geht's aber erstmal noch weiter. Wir haben ja noch den Kollegen mit Stufe 7 auf dem Spielfeld. Und ja, deswegen mache ich jetzt eine Synchro auf Stufe 8. Und rufe als zusätzliches Monster meinen Kaliberlade-Wilddrache aufs Spielfeld und aktiviere da mal seinen Effekt und möchte ihn ganz gerne mit einem Link-Monster von meinem Friedhof ausrüsten. Und da habe ich halt nur den Haki Fibrax gerade. Ja. Das heißt jetzt auch, mein Wilddrache bekommt jetzt zwei Wilddrache-Marken. Das heißt, ich darf jetzt bis zu zwei Effekte halt annullieren und er bekommt die Hälfte der Angriffspunkte von meinem Haki Fibrax nochmal oben drauf. Das heißt, er ist gerade bei 3750 Punkten. Aber um noch einen draufzulegen, werde ich jetzt noch meine Proxy, meinen Sauravis von meinem Deck auf den Friedhof schicken und den Effekt von meinem Jet-Synchron aktivieren und rufe ihn aufs Spielfeld zurück. Allerdings wird er dann halt verbannt, wenn er das Spielfeld verlässt. Und ich werde jetzt noch last but not least einfach eine Synchro auf 4 machen. So, er wird verbannt. Und lege dir schlussendlich noch ein Herold des Bogenlichtes aufs Spielfeld. Okay. So, Combo-Deck par excellence. Wow. So. Yaminitram, ich darf nur auf die Link-Beschwörung verzichten für den Rest des Spielzuges, nachdem ich den Effekt von den Aurora dann benutzt habe. Synchros sind ohne Probleme möglich. So, du bist dran. Wow. Ja, schön, ich freue mich. Ich ziehe Standby-Face und Main-Face. So. Er darf einmal pro Spielzug einen Link mal immer, also einen Zähler runternehmen, dafür eine Zauberfalle oder einen Monster-Effekt annullieren. Er kann nur noch als Ziel gewählt werden, als einzige Karte, weil ich ein Link-Monster kontrolliere, auch für Angriffe. Und solltest du gegen ihn kämpfen wollen, dann schicke ich einfach dein Monster zurück auf die Hand, aber auch nur einmal pro Spielzug. Und er kann auch noch mal einen Zauberfalle oder Monster-Effekt annullieren. Genau, und er verbannt alle Monster, die von der Hand oder vom Deck auf den Friedhof gelegt werden. Nur Hand und Deck, okay. Ja, also vom Spielfeld ist das tatsächlich alles noch in Ordnung. Genau, die von Hand oder Main Deck auf den Friedhof gelegt werden, werden stattdessen verbannt. Also ein Mini-Makrokosmos. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das funktioniert, was ich machen möchte. Doch, dann zeig's mir doch. So, ich möchte erstmal als Spezialbeschwörung meinen Dean Wrestler Pankratops beschwören. Das ist erstmal vollkommen legitim. Und ja, ich würde auch einfach mal... Nein, noch nicht. Nein, so, und jetzt ist
die Sache, wo ich mir nicht 100% sicher bin. Gut, das können wir relativ schnell klären. Kann ich folgende Karte aktivieren, meine fortgeschrittene Ritualkunst. Ich muss dir ein normales Monster als Kosten auf den Friedhof schicken. Vom Deck auf den Friedhof. Das wird ja verbannt, sind es trotzdem noch Kosten? Das auf den Friedhof legen für die fortgeschrittene Ritualkunst sind tatsächlich, wobei bei der Ritualbeschwörung ist es ja immer ein Teil des Effektes. Von daher, da muss ich tatsächlich einmal kurz nach dem aktuellen Kartentext gucken. Das ist, wobei das ist eine aktuelle Karte, ne? Da bin ich mir gerade nicht 100% sicher. Ja, doch. Na, du musst die Karten auf den Friedhof legen. Also könnte ich das jetzt nicht tun. Ich guck mal einmal kurz nach. Das ist natürlich jetzt für so ein Fun-Duell natürlich doof, wenn man jetzt nur einen Effekt-Text nachguckt. Ich habe Internet. Ansonsten, falls jemand draußen einmal kurz helfen kann mit dem Effekt von fortgeschrittener Ritualkunst. Ob das unter einem Makrokosmos-Effekt wie dem funktioniert, ob das Kosten sind oder nicht. So. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob das ein aktueller Kartentext ist, weil bei den meisten Kartentexten kann man erkennen, ob das Teil des Effektes oder halt nicht ist. Von The Secret Forces. Das müsste aber eigentlich ein neuer Kartentext sein. Ja. Ich meine aber, dass also Ritualkarten legen normalerweise die Karten durch einen Effekt auf den Friedhof. Von daher sollte das eigentlich funktionieren, dass du die Karte trotzdem aktivieren darfst. Okay, aber das Monster wird dann verbannt und ich darf aber trotzdem die Ritualbeschwörung durchführen. Leg auf den Friedhof deren. Also, das ist Teil des Effektes. Also, das sind keine Kosten. Also, von daher, ja, kannst du es machen. So. Okay. Na gut. Das Monster wird dann nur stattdessen verbannt. Das ist schade. Dann muss ich leider meinen keltischen Wächter verbannen. Oh! Wow. Jetzt, okay. Ich muss ein paar Vanilla-Monster spielen, ja, wegen dir. Ja, gut, die fortgeschrittene Ritualkunst macht das halt nötig, aber dass du gerade den keltischen Wächter drin hast, das finde ich jetzt schon sehr spannend. Ich hätte auch jedes andere Stufe 4 Monster nehmen dürfen, aber das war meine allererste Karte. Also nicht genau die, aber okay. Ja. Genau, und dann würde ich dir gerne einen Megalith Ophiel beschwören. Oh, Megalith. Ja, genau. Das Deck habe ich tatsächlich auch überlegt zu spielen, allerdings wollte ich dann noch auf den neuen Support aus Eternity Code halt warten. Ja, ich will es unbedingt jetzt einmal spielen und ja, genau, wenn der Gute beschworen wird, darf ich meiner Hand ein Megalith-Monster hinzufügen. Wenn der beschworen. Die Frage ist, lasse ich das zu? Ja, richtig. Das ist ja die viel spannendere Frage. Du hast noch drei Handkarten. Ach nö, mach du mal. Ja? Ich erlaube dir das mal. Das ist schön. Ich bin meine. Da freue ich mich. Das wird jetzt richtig interessant. Also Megalith gegen Homeoffice Botter. Ja, das Blöde ist nur, du hast sehr, sehr viele Negates und so. Ja, so ein paar habe ich da tatsächlich. Ja, also deswegen werde ich da wahrscheinlich ein paar Probleme bekommen. Aber versuchen wir es. Mhm. Genau, ich habe mir meinen Megalith Hagith geholt. Ja, okay. Muss ich dir ja zeigen. Mhm. Als nächstes möchte ich gerne eine weitere Ritualbeschwörung machen. Ich kann seinen Effekt aktivieren und ihn als Ritualmaterial benutzen. Als Ritual. Genau. Du musst zusätzlich von deiner Hand Megalith-Monster trotzdem halt noch opfern. Nee. Also darunter diese Karte. Achso, ja. Die ist, die, ja, okay, die Stufe 8er sind, die muss ich dann. Ich von der Hand und die nur vom Feld. Ah, okay, gut. Ja. Indem du Monster von der Hand spielst, wird darunter diese Karte. Ja, okay. Den Effekt möchte ich dann tatsächlich mit dem Wilddrache einmal annullieren. Mhm. Und die Karte auch zerstören. Ja, nee, nur an, ich annulliere nur die Aktivierung. So, zerstören tue ich nicht. Okay, das ist sehr gut. Bei dem Effekt darfst du wahrscheinlich sowieso nur einmal pro Spielzug verwenden. Ne? Das ist richtig. Ja. Dann aktiviere ich mein vorherbestimmtes Ritual. Ich zahle 1000 Lebenspunkte und darf ein Ritualmonster als Spezialbeschwörung beschwören. Richtig? Das darfst du. Ja, das kann nicht angreifen und wird in den Endphase zerstört. Also die 1000 Punkte zahlst du auf jeden Fall. Ja. Boah, das ist natürlich nicht ganz ohne. Nein, ich opfere mein Herold des Bogenlichtes und möchte da die Karte einmal annullieren. Na gut. So, jetzt den Effekt von Herold nutze ich an der Stelle nicht, weil ich habe kein weiteres Ziel zum Suchen. So. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem.
das machen. Danke auch an Chilexus für das Raussuchen des Rulings, aber ja, passt. So. Und du hast auf jeden Fall von Dark Zeus HD, in Form von Dark Zeus HD, ein Fan für das Megalith-Deck heute. Ich hoffe, ich enttäusche nicht zu sehr. Wenn ich dein, ich darf hier nur einen Quantum-Drache angreifen und er bekommt bei jedem Angriff dann. Also wenn er halt kämpft, am Beginn des Damage-Steps schicke ich dein Monster auf die Hand zurück und er dürfte theoretisch einen zweiten Angriff machen. Das geht aber nur, wenn er selber angreift, von daher. Genau, ich dachte, wenn er kämpft und. Ja, also wenn er kämpft, schickt er dein Monster zurück und dürfte dann noch einen zweiten Angriff machen. Aber das kann ich ja nur machen, wenn ich auch mit ihm angreife. Ja, dann. Und ich muss ihn angreifen. Und du musst ihn angreifen, genau. Solange ich ein Link-Monster habe, kannst du noch ihn angreifen und ihn als Ziel für Effekte wählen. Ich glaube, das einzig Sinnvolle, was ich jetzt tun kann, ist den Effekt von meinem Pankratops aktivieren. Ja. Ihn dann tributen. Und dann deinen Quantum-Drachen zerstören wollen. Ja, da habe ich dann leider keine Einblende mehr, da ich meine Negates verbraucht habe für diese Runde. Ja, aber mein Pulver ist verschossen für diesen Zug. Ich hoffe, du machst jetzt nicht blöde Sachen, die mehr als 7000 Lebenspunkte wert sind. Ja, du das. Das wird sich gleich zeigen. Schauen wir doch mal. Ich ziehe erstmal eine Karte. Oh, interessant. Ja, machen wir doch mal Folgendes. Ich aktiviere meine Pendelscale, meinen symphonischen Krieger Gitarre. Okay. So, ich darf einmal pro Spielzug eine Karte abwerfen, solange in der Pendelskala liegt, und einen symphonischen Krieger aus meinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. So, und das werde ich jetzt auch einmal tun und trenne mich dafür von meinem Homeoffice-Botter 008 und möchte gerne einen symphonischen Krieger aus meinem Deck beschwören, wenn du nichts dagegen hast. Mach das. Finde ich doch schön. Dann rufen wir doch mal als Spezialbeschwörung den symphonischen Krieger Mikix. Der Kollege, wenn er beschworen wird, darf, erlaubt es mir, eine weitere Normalbeschwörung zusätzlich zu meinem regulären Normalbeschwören zu machen. Und ich darf diesen Effekt auch noch einmal pro Spielzug erhalten. Also, ich könnte noch Spezialbeschwören, nämlich drei symphonische Zellmarken vom Spielfeld entferne, aber die Variante nutze ich tatsächlich an der Stelle halt auch nicht. Und ja, man darf die Pendelzone nutzen, auch wenn eines der beiden Zonen quasi halt besetzt ist. In dem Fall wird die Pendelzone nur dann zu einer Pendelzone, wenn auch tatsächlich eine Pendelkarte drin liegt. So. Dann werde ich jetzt mal in die Battlephase eintreten. Ja. Und dann kommt als erstes mal mein Kaliberlade Wilddrache vorbei und möchte gerne Megalith Ophiel angreifen. Ja. Ja, mit 3750 kann ich da nichts gegen tun. Nicht ganz so viel, ne? Dann komme ich dich einmal mit meinem Mecha-Phantom-Ungeheuer Auroradon besuchen für 2100 Punkte Schaden. Und last but not least, mein symphonischer Krieger Mix kommt auch nochmal eben vorbei für 2300 Punkte Schaden. Schon recht komische Namen. Ja, die Namen sind tatsächlich sehr, sehr abgefahren. Also von daher. Gut, dann gehe ich in die Main-Phase 2, werde noch eine Karte verdeckt setzen und dann beende ich meinen Spielzug. So. Und ja, Riso Taku, ich werde mit dem neuen Support aus Eternity Code auch dann mal eine Dragonmate-Deck mir aufbauen. Dragonmate finde ich auch sehr cool. Ja, das ist ein sehr schönes Thema. Ja, und ich meine, hallo Drachen und Mädchen, also Drachen und Waifus in einem. Gibt's was Besseres? So, na gut. Da du mich geärgert hast, aktiviere ich jetzt vielleicht noch meine zweite vorgeschrittene Ritualkunst. Ja, die Frage ist, will ich das? Ich würde da den Effekt von meinem Kaliberlande Wilddrache nutzen, um die Aktivierung annullieren. Dann beende ich mein Spiel. ich hab's schon fast befürchtet, aber auch gehofft ein bisschen. Gut, dann ziehe ich mal eine Karte. So, das Coole an dem Effekt von meinem symphonischen Krieger Gitarre ist, ich kann den Effekt auch tatsächlich mehrmals benutzen. Deswegen würde ich den Effekt jetzt gerne noch einmal aktivieren, um noch einen symphonischen Krieger aus meinem Deck zu beschwören. Und dafür trenne ich mich von meinem Homeoffice Botter 007. Und dann gesellt sich zu uns ein weiterer symphonischer Krieger Mix. So, um euch mal zu zeigen, was das Deck noch so hinlegen kann, beispielsweise, was aber nicht muss, werde ich jetzt meine beiden Kollegen einfach mal kurz überlagern. Oh. Stufe 5. Ja, da gibt es auch nicht so viel, ne? Na, so ein Cyberdrache Nova, der auch gerne mal zu einem Cyberdrache Unendlichkeit mutieren kann. Ja. So.
Und weil ich die Normalbeschwörung auch noch offen habe, rufe ich noch meinen Homeoffice-Botter 004 aufs Spielfeld. Aber den Effekt möchte ich in diesem Zug tatsächlich nicht benutzen, weil der bringt auch tatsächlich nur was, wenn ich gegen ein Monster kämpfe. So, dann gehe ich mal in die Battle-Phase. Mhm. Und da möchte ich gerne mit Kaliberlade-Wilddrache den Lebenspunkt direkt angreifen. Das darfst du leider tun. Gut, und damit geht dann tatsächlich die erste Runde dann an mich. Ja. 1-0. So, Combo-Deck. Was wollt ihr jetzt noch sagen, Leute? Ich kann auch Combo-Decks. Und das ist tatsächlich krass. Also du kannst auch mit dem Deck mit nur einer einzigen Karte wirklich das Feld von gerade eben hinlegen. Und du brauchst nur den Homeoffice-Botter 003 dafür. Und schon kann es halt losgehen. Wow, das ist echt stark. Ja, weil der Dreier, der sagt nämlich, dass wenn er normal beschworen wird, dass du dann einen Homeoffice-Botter aus deinem Deck als Spezialbeschwörung rufen kannst. Und dann nimmst du den 001er, weil der Empfänger halt ist. Und dann geht quasi die Kombo über den Hagifibrax dann auch direkt los. No, und der Rest ist ja dann quasi von selber. Ja, der Christron Hagifibrax macht ziemlich jedes Synchro-Deck. Ja, also alles, stärker. Was irgendwo mit Empfängern halt Blödsinn machen kann, ist auf jeden Fall perfektes Futter für Hagifibrax deswegen. Oder Needlefiber, wie die meisten natürlich noch sagen wollen. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, wenn man so ein Combo-Deck wie das hier halt spielt, wenn man sich da einmal leer gespielt hat, dann steht man auch da so ein bisschen halt auf dem Schlauch, dann sofern die Combo halt unterbrochen wird. Also von daher, es ist immer zweischneidig, halt sowas zu spielen. Ne? Es kann halt funktionieren, aber wenn du halt dann unterbrochen wirst, dann, dann ist halt vorbei. Ja, hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht ein anderes Deck gespielt. Zuerst. Tja, hinterher ist man immer schlauer. Ja. Aber vielleicht schaffe ich da ja noch eine Kleinigkeit gegen dich jetzt gleich. Du, wir haben ja noch zwei Duelle vor uns, also von daher. Wie locker. Ja. QQ Jeremy, klar, eigentlich heißen sie offiziell Büroboter, aber da ja momentan wegen der Corona-Krise hauptsächlich Homeoffice angesagt ist, also das Arbeiten im Büro nicht möglich oder nicht unterlassen werden sollte, habe ich sie in dem Fall mal Homeoffice-Botter getauft. So, Simo LP, du hast gerade nur eine kleine Niederlage von Jan gegen meine Homeoffice-Botter verpasst, aber von daher geht jetzt gleich noch ein bisschen also weiter. Also nichts Wichtiges, die nächsten beiden Duelle werden wichtig. Genau, die werden das entscheiden. Genau, wenn ich mit meinen riesigen Felsen deine Roboter zerquetsche, vielleicht. Oh, Yuri is my sin fordert mich gerade zu einer neuen Decktyp-Challenge heraus. Nachdem ich jetzt Combo- und Stall-Decks gespielt habe, fragt er, ob ich auch Luck-Decks, also glücksbasierte Decks, spielen kann. Sowas wie Arkane Macht oder Desperado. Okay. Klingt nach einer Herausforderung, die ich mir vielleicht mal irgendwann zur Brust nehme. Aber wie gesagt, im Moment bin ich gerade so ein bisschen... Boah. Flach 1. Gibt es Möglichkeiten, bei euch dabei zu sein? Also momentan ist es halt... schwierig, sag ich mal. Also Jan ist halt so eine der wenigen Ausnahmen, die jetzt heute mal im Stream außer der Reihe mitmachen dürfen. Den Robert habt ihr ja letzte Woche, vorletzte Woche ja sehen dürfen. Letzte Woche hatten wir ja Tim. Wir würden das ganz gerne momentan möglichst klein halten wollen. Also von daher, wenn du dann nach der Corona-Krise mal bei uns im Store, bei unserem wöchentlichen Locals vorbeischaust, hattest du dann die Möglichkeit, dann bei einem unserer Duelle dann im Stream mit dabei zu sein. Aber dass ich jetzt noch großartig mehr noch Leute dazu nehmen möchte für unseren Stream, ich würde es halt möglichst klein halten wollen, allein schon wegen der Tatsache, dass wir uns da ja auch ein bisschen zurücknehmen sollen, was halt den Kontakt halt angeht. Aber wie gesagt, ein, zwei wenige Ausnahmen, dann vielleicht dann halt nach unserer Corona-Pause, sag ich mal. Ja. Harry Wunderland schlägt auch Decktauschen-Duelle vor. Letzte Woche, als Tim mein Deck genommen hat, ist durchaus auch mal eine Idee, mal mit den versuchen klarzukommen mit den Decks der anderen. Ja, wäre vielleicht mal eine Idee, was wir vielleicht mal für eine der kommenden Streams nochmal angehen können. Danke für die Idee auf jeden Fall, Kali. Wäre auf jeden Fall lustig. Klar, mit so einem unbekannten Deck im Zweifelsfall auch zu spielen, das wäre schon richtig gemein. Alles klar, Duell Nummer 2, du darfst entscheiden, wer anfängt. Diesmal würde ich gerne anfangen, um vielleicht mal etwas zu zeigen. Absolut in Ordnung, also von daher lege ich da gerne los. Ja, es geht super los, muss ich sagen. Also, man merkt ja deine Begeisterung gerade einfach super an. Ja, ich glaube, ich hatte noch nie so eine schlimme Hand. Naja, gut, ich fange an mit meinem vorherbestimmten Ritual. Ja, für den Preis von 1000 Lebenspunkten möchtest du ein Ritualmonster beschwören. Genau, es ist leider keine Ritualbeschwörung. Es ist eine Spezialbeschwörung. Ja. Deswegen kann ich seinen Effekt auch leider nicht nutzen. Ach,
der muss als Ritual beschworen werden. Genau. Tatsächlich. Ja. Stimmt. Ja, okay, dann ist es natürlich richtig, dass du die Effekte nicht benutzen darfst. Na gut, dann hast du aber zumindest erstmal Ritualfutter. Ja, und ich habe gerade mir meinen Gedanken selber... Selber kaputt gemacht? Genau. Oh. Ich habe einen riesigen Fehler gemacht. Ich aktiviere einfach mal mein Megalith-Portal. Ja. Es sagt, das erste Mal das Ritualmonster durch in jedem Spiel wirklich Kampf zerstört werden würden, werden sie nicht zerstört. Mhm. Und wenn ich eine Ritualbeschwörung mit einem Megalith-Monster mache, oder? Ja, wenn ich ein Megalith-Monster als Spezialbeschwörung beschwöre sogar, dann darf ich ein Ritualmonster von meinem Friedhof auf die Hand nehmen. Boah. Sehr gut, was zum Recyceln auf jeden Fall. Ja. Und das Deck braucht auch sowas zum Recyceln. Also genau. Ist nur doof, dass ich jetzt einen riesigen Fehler gemacht habe. Ich würde jetzt meine Endphase gehen und er wird zerstört. Oh. Das ist natürlich fatal. Ja. Gut, dann werde ich mal versuchen, dich jetzt ein bisschen mit Samthandschuhen anzufassen. Bitte. Vielleicht kriege ich das sogar durch. Mal gucken. Ich ziehe erstmal eine Karte. Aha. Ja. Machen wir das doch mal folgendes. Ich rufe als Normalbeschwörung mein Homeoffice-Botter 002. Der Kollege, wenn er als Spezialbeschwörung beschworen wird, erlaubt es mir, eine Homeoffice-Botter-Karte von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Mhm. Außerdem erhalten alle Maschinenmonster außer meinem Homeoffice-Botter 002 5 von Angriffs- und Verteidigungspunkte. Nicht schlecht. Ja, ausgenommen sich selber. Ja. So, dann aktiviere ich jetzt als nächstes meine Maschinenduplizierung und wähle mein Homeoffice-Botter 002 als Ziel für die Karte. Und möchte jetzt gerne zwei weitere Homeoffice-Botter 002 beschwören. Das ist doch schön. So, dann rufe ich Homeoffice-Botter 002 Nummer 1 und Homeoffice-Botter 002 Nummer 2. Und dann aktiviert sich auch die Effekte von meinen beiden Homeoffice-Bottern und ich möchte mir eine Homeoffice-Botter-Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Mhm. Also von beiden. Ja. Gut, dann suche ich mir einmal meinen Homeoffice-Botter 001. Und meinen Homeoffice-Botter 003. Mhm. Jetzt hast du die volle Kombo. An Troll 011. Wir beginnen mit unseren Streams üblicherweise um 14 Uhr. Von daher bist du dann leider ein bisschen spät dran. Aber Gott sei Dank, dadurch, dass das erste Match ein bisschen länger gedauert hat, hast du nur das erste Match verpasst. So. Dafür wird dies wahrscheinlich um einiges kürzer, wenn es so weitergeht. Wenn es so weitergeht, könnte das unter Umständen passieren. Mhm. So, dann würde ich ganz gerne als nächstes mal Folgendes tun. Ich aktiviere meine Homeoffice-Botter-Basis. Okay. Ich darf jetzt eine beliebige Anzahl Homeoffice-Botter-Karten vorzeigen, ins Deck zurückmischen und die gleiche Anzahl neu ziehen. Außerdem erhalten alle Homeoffice-Botter auf dem Spielfeld 5 von Angriffs- und Verteidigungspunkte. Ja, und sollte ich 9 Homeoffice-Botter mit unterschiedlichen Namen von meinem Spielfeld oder meinem Friedhof verbannen können, kann ich das auch tun. Und dann würde ich alle deine Karten von deiner Hand, deiner Spielfeldseite und deinem Friedhof ins Deck zurückmischen. Wow. Also von daher, wenn man da alle Homeoffice-Botter-Nummern von 1 bis 9 durch hat, quasi, dann kann man da eine ordentliche Menge an Schaden mit anrichten. So, ich würde jetzt aber ganz gerne erst einmal Folgendes machen. Ich werde jetzt meine Instant-Fusion aktivieren. Mhm. Und für den Preis von 1000 Lebenspunkten darf ich jetzt ein Monster aus meinem Extra-Deck beschwören. Stufe 5 oder niedriger, Fusionsmonster. Es darf nicht angreifen und wird während der Endphase zerstört. So, und in dem Fall nehme ich das Seemonster von Theseus. Ja. So, das ist noch die Variante mit dem Druckfehler, weil bei der ersten Charge von der Karte haben sie vergessen, das Empfänger drauf zu drucken. Also hier der Kollege ist ein Empfänger, auch wenn es hier auf der Karte tatsächlich nicht draufsteht, solltet ihr nur halt berücksichtigen. So, dann mache ich mal eine Link 2 Beschwörung und rufe den Good All Christron Heiki Fibrax. Ja, da ist er. Ja, da ist er, der Good All Heiki Fibrax. So, dann machen wir jetzt Folgendes. Ich nutze den Effekt von Heiki Fibrax und möchte ganz gerne einmal einen Empfänger aus meinem Deck beschwören mit Stufe 3. Und was ist da naheliegender, als sich den guten alten Homeoffice Botter 001 aufs Spielfeld zu legen? Mhm. So, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen rechnen. Weil ich jetzt gerade tatsächlich ein paar viele Maschinenmonster auf dem Spielfeld habe.
So, der Kollege bekommt für jedes Maschinenmonster 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Das heißt, ich habe jetzt gerade für ihn 2000 Punkte obendrauf. Mhm. Er gibt ja allen anderen Maschinenmonstern 500 Angriffspunkte. Das heißt, er hat schon mal 2500 Punkte obendrauf und durch den hat nochmal, also 3000 Punkte. Mhm. Die beiden sind bei jeweils 1000 und der ist bei 2500. So, das sind dann 5500, 6500, 7500 plus nochmal die 500 Punkte, die die Homeoffice-Botter-Basis ja auch noch obendrauf gibt. Also 351515, das sind dann 3000. 4500 und nochmal 2500. Battle-Phase. Warte mal, gab es noch eine Einschränkung, dass das nicht angreifen darf? Achso, es kommt in Verteidigungsposition. Also von daher. Dann habe ich ja sogar noch einen Zug. Kann wahrscheinlich nicht mehr machen, aber. Ja, das ist richtig. Also ich werde ein bisschen. Ich werde trotzdem einfach nur so ein bisschen Schaden machen, bevor ich dann gleich ein bisschen mehr loslege. So, ich gehe mal in die Battle-Phase. Also alle Homeoffice-Botter haben 500 Punkte mehr. Die kriegen jeweils mit den anderen nochmal 500. Das heißt, die haben alle 1000 plus. So, das heißt, ich komme nicht für 1,5 besuchen. Für nochmal 1,5 besuchen. Das sind dann nochmal 3000 Punkte Schaden. Und der Kollege, weil er halt auch eine Maschine ist und durch den Angriffspunkte bekommen, fügt ihr nochmal 2500 Punkte Schaden zu. Okay. So, Main Phase 2. Machen wir doch mal eine linke Teilbeschwörung. Okay. Kommt der. Das Mecha-Phantom-Ungeheuer Aurora-Don. So. Da möchte ich ganz gerne auch hier seinen Effekt wieder benutzen. Und wieder drei Mecha-Phantom-Ungeheuer-Spielmarken beschwören. Mhm. So, jetzt habe ich natürlich den Nachteil, dass ich halt mein Homeoffice-Botter 001 nicht vom Friedhof zurück aufs Spielfeld holen darf, was aber auch erstmal nicht so tragisch ist. Ich kann zwar lecker auch keine Linkbeschwörung machen, aber ich habe noch ein paar andere schöne Sachen, die ich noch machen kann. Ich kann jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich biete die beiden nicht als Tribut an, sondern lasse die einfach mal nur liegen und aktiviere mal den Effekt von meiner Homeoffice-Botter-Basis, zeige dir die beiden vor und möchte sie ins Deck mischen und zwei Karten neu ziehen. Okay. Was? Ja, man muss es ja auch nicht übertreiben, so Puma, ne? Man kann zwar overextenden, aber wer will das schon? Ich bin dir schon ein bisschen dankbar, dass du jetzt nicht wieder so krass aufgefahren hast und mich UTK'd hast. Das hätte ich ja tatsächlich sogar jetzt machen können, wobei ne, mit dem tatsächlich nicht. Gut, ich darf zwei Karten ziehen. Mhm. So, dann. Oh, nett. Beende ich meinen Spielzug. Okay, na gut. Die Leute wollen noch, sollen noch ein bisschen was von deinem Decken geben. Dann ziehe ich eine Karte. Ja. Und weil ich ein bisschen verzweifelt bin, kommt jetzt bei Gigi, möchte ich gerne meinen Megalith Hagit, meinen Blockdrachen und meinen Megalith Ophiel verbannen. Oh. Um, er bekommt auch 500 dazu, ne? Er bekommt auch 500, also 1000 insgesamt hat er. Also 3100 Punkte hat er jetzt gerade. Mhm. Mache ich das jetzt so oder? Ich muss mich leider ein bisschen verteidigen. Ah, okay. Genau, und hol mir meinen Blockdrachen. Mhm. So, ja. Mehr kann ich leider nicht tun. Gut, dann ziehen wir noch. Wie gesagt, ich bin gerade ein wenig verzweifelt. Gut, dann kürzen wir das Ganze ein bisschen ab. Ich aktiviere Raigeki. Okay. Ich höre ja schon auf. Also, ich dürfte mir jetzt noch was auf die Hand suchen, aber es wird mir jetzt nichts nützen, wenn du angreifst. Ja, vor allem, weil ich jetzt meine Spielmarken auch heute in Angriffsposition drehen kann und weil die alle Maschine sind, bekommen die auch tatsächlich durch meinen Homeoffice-Botter nur zwei noch mal ein paar Angriffspunkte. Das heißt, Battle-Phase und dann für die Horde. Ja, das. Beim Testen war die Stick super gut, aber jetzt. Jetzt so live. Schade. Kann sich halt alles noch mal drehen, also von daher. Ich hab wirklich nur Mist gezogen. Also das erste ging, aber jetzt war es nicht gut. Gut, aber ich meine, ein Duell haben wir ja noch, also von daher ist noch nichts verloren. Vielleicht kann ich ja wenigstens nochmal zeigen, dass die irgendwas machen können. Ja, und im Zweifelsfall dann ab Ende April, Anfang Mai, wenn dann der neue Support drin ist, dann wird das Deck richtig krass. Ja. Ist der Pool, das Link, das Ritual 2 auch da drin? Das müsste auch drin sein, ja. Ich glaube schon. Ich bin aber nicht sicher, aber. Ich meine, das kommt erst später, aber wenn es da drin ist, dann freue ich mich. Ja.
So, Phoenix 7775, was ist mein Lieblingsdeck? Also ein einzelnes Lieblingsdeck habe ich tatsächlich nicht. Ich präferiere halt hauptsächlich Drachen- und Trolldecks, um es mal kurz auszudrücken. Ja. Mhm. Und Combo-Decks kann ich auch. Ich kann Combo, ich kann Control. Mal gucken, ob ich auch irgendwas mehr Glücksabhängiges mal spiele. Mal gucken. So, jetzt drücken ja auf jeden Fall alle die Daumen für das dritte Duell. Also von daher enttäuscht sie nicht. So, ja. Letzte Karten, leite mich. Ich würde dann auch sehr gerne noch einmal anfangen wollen, damit ich etwas... Ja. Ja. Zeigen darfst? Ja, genau. Dann zeig mal. Oh oh, da muss wohl immer noch ein bisschen mehr Konstanz des Decks arbeiten, habe ich so das Gefühl. Nee, also doch. Ich habe jetzt dieselbe Karte wieder gezogen, wieder einmal. Ah, herrlich. Solche Déjà-vu-Erlebnisse sind immer ein bisschen ekelhaft, ne? Ach so, okay, dann habe ich das falsch verstanden, Supruba. Ich dachte, das mit dem Board aufbauen war ja nicht auf mich bezogen. Naja, gut. Ich setze erstmal eine Karte. Mhm. Also 7 LP würde dir sogar einen Mulligan zusprechen an der Stelle. Blockdrache kann ich durch Karteneffekt. Ah, haben wir was vergessen. Ja gut, aber selbst dann wäre ich gleich da durchgekommen. Also von daher, mein Aurora dann hatte 3100 Angriffspunkte. Der wäre dann einfach drüber gerannt. Richtig. Also von daher macht das keinen großen Unterschied. Ja. Jeremy. Du bist dran. Das ist... Okay, lieber Chat, was meint ihr? Sollen wir dem guten Jan noch eine Chance geben und ich halte mich jetzt ein bisschen zurück für einen Zug oder wollen wir nochmal voll Wombo-Kombo sehen und dann einfach Schicht im Schacht machen? Was sagt ihr? Das ist so blöd, naja. Egal. Alles klar, dann machen wir das doch mal folgendermaßen. Ich halte mich jetzt tatsächlich ein bisschen zurück. Ich werde nur eine Karte setzen und rufe als... Normalbeschwörung. Mein Homeoffice-Botter 004. Mhm. Sollte der Kollege gegen ein Monster kämpfen, darf ich während der Schadensberechnung einen Homeoffice-Botter von meinem Deck auf den Friedhof schicken. Er bekommt dann Angriffspunkte in Höhe der Stufe des Homeoffice-Botter mal 500. Aber du bekommst aus dem Kampf keinen Kampfschaden. Und sollte er ein Monster durch Kampf zerstören, darf ich zwei Homeoffice-Botter aus meiner Hand oder meinen Friedhof als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Gut. Das für den Augenblick. Ich beende meinen Spielzug. Ich ziehe. Okay. Ja, alle wollen halt Megalith halt sehen, also von daher. Ja, ich habe jetzt die letzten beiden Duelle immer mit einer bestimmten Karte. Die hatte ich dann zweimal, obwohl ich sie höchstens einmal sehen möchte. Aber ja, na gut. Dieses Mal kann ich auch eine Kleinigkeit machen, nämlich ich aktiviere meine Vorbereitung der Riten. Dann mach das mal. Ich möchte gerne meine Hand ein Stufe 7 oder niedriger Monster hinzufügen. Und ich glaube, ich entscheide mich dafür. Einen Ophiel. Mhm. Genau, ein Ritual Monsterstufe ist noch nie. Und dann hast du noch einen Ritualzauber von deinem Friedhof auf die Hand, genau. Aber da du gerade keinen hast. Ja. Ja. Das, ja. Ja. Ist blöd, aber egal. Soll vorkommen. Dann würde ich gerne in meine Hand meinen Megalith Falek abwerfen. Ja. Und dann darf ich noch. Du musst ich halt noch Kosten zahlen, darf man eine Ritualbeschwörung durchführen. Mhm. Indem du Monster von 100 Spielfeldern als Tribut anbietest, deren Stufe gleich der Stufe des Ritualmonsters, das du beschwören möchtest. Ja, genau. Dann mach das mal. Genau, dann nehme ich meinen Blockdrachen als Kosten. Ja. Und möchte gerne meinen Megalith Ophiel als Ritualbeschwörung beschwören. Ja, das so. Ist das gleich oder größer oder gleich, ja. Ja, genau. Genau, gut. Dann darf ich mir... durch mein Ophiel ein Ritualmonster holen. Ein Megalith-Ritualmonster. Ja, dann mach das mal. Muss erstmal schauen, was ich tun kann. So Dinge. Ja, es wird jetzt immer noch nicht super gut, aber es wird was. Es kommt. Ich muss mir Megalith holen. Das ist. Gut, dann hole ich mir einmal meinen. Nein, den wollte ich mir nicht holen. Ja, dann sollte was anderes kommen. Das ist ein Fun-Duell, da nehme ich das nicht so ernst heute. Wenn es dir was hilft. Vielleicht nicht allzu viel, aber ich werde dann jetzt eine weitere Ritualbeschwörung machen, indem ich mein Ufi als Ritual benutze, um meinen Hagid zu beschwören.
Und dann möchte ich auch gerne seinen Effekt nutzen, um meine Hand das Portal hinzuzufügen. Gut. Pflanzenfan fragt uns übrigens gerade, wie viele Karten wir am Deck spielen. Also ich habe in meinem Homeoffice-Botter tatsächlich 41 Karten drin. In dem Niederträchtig-Deck gerade im Duell davor sind es, glaube ich, 40 Karten. Ja, doch, da waren es genau 40 Karten. Im Homeoffice-Bot habe ich tatsächlich 41 Karten drin. Allein schon, weil ich einfach so viele Combo-Teile drin habe, die auch gut ineinander greifen. Vor allem der Start, wenn ich halt einfach einen Empfänger- und Nicht-Empfänger-Maschine-Monster raus- oder Nicht-Empfänger-Monster rausgehe ohne Maschine, spielt keine Rolle, kann ich halt meine Combo starten mit dem Christron High Cliff Hiegebrax. Deswegen, ja. Genau. Und bei dir, wie sieht es bei dir aus? In meinen Geistertricks spiele ich tatsächlich 42 Karten. Ich weiß nicht genau wieso, aber alle Karten sind irgendwie wichtig. Ja. Und hier bei meinen Megalithen sind es 40. Mhm. Und ich weiß auch noch schon genau, was ich dann für den Support rausnehmen will. Also ich würde momentan lieber weniger spielen als... als du momentan tust. Ja. Genau. Ja. So, dann aktiviere ich mein Portal auch einmal. Jawohl. Und naja... Nein, nein, nein. Ich glaube, ich werde noch eine Karte setzen und erst einmal meinen Spielzug beenden. Gut, ja. Dann ziehen wir noch mal eine Karte. Ich habe wenigstens eine Kleinigkeit getan. So, also das Portal sagt, dass deine Megalithen-Monster einmal pro Spielzug nicht durch Kampf zerstört werden können. Richtig. Gut, das macht aber, glaube ich, nicht allzu viel aus. Dann machen wir doch mal Folgendes. Ich gehe mal so ein bisschen auf... Vielleicht ein paar von meinen alten Homeoffice-Botter-Kombos mal zurück. Ist ja auch mal eine feine Sache, auch mal andere Sachen zu sehen, die man sonst vielleicht nicht so zu Gesicht bekommt. Ich könnte natürlich jetzt wieder auf die Haki-Fibrax-Kombo gehen, wenn ich wollte, aber so ein paar Klassiker-Kombos sind natürlich auch nicht so schlecht. Ich rufe als Normalbeschwörung mein Homeoffice-Botter 003. Und wenn der Kollege als Normalbeschwörung beschworen wird, dann darf ich einen Homeoffice-Botter als Spezialbeschwörung aus meinem Deck beschwören. Ja. Mhm. Ja. Da entscheide ich mich für den Homeoffice-Botter 002 und aktiviere auch seinen Effekt und möchte ganz gerne eine Homeoffice-Botter-Karte aus meinem Deck auf die Hand nehmen, wenn du nichts dagegen hast. Gerne, gerne. Sehr schön. Dann entscheide ich mich dann für... Nehme ich den? Ja, ich denke schon. Den Homeoffice-Botter 006. So, der Homeoffice-Botter 003 hat auch einen kleinen zusätzlichen Effekt. Einmal pro Spielzug während eines beliebigen Zuges kann ich einen Homeoffice-Botter wählen, das ich kontrolliere. Es erhält bis zum Ende des Spielzuges 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte für jede Homeoffice-Botter-Karte, die ich derzeit kontrolliere. Das ist. Das heißt, ich kann einem Homeoffice-Botter ordentlich Punkte verschaffen. So, als nächstes aktiviere ich in meiner Panel-Skala meinen Homeoffice-Botter 005. Der Kollege sagt, wenn er als Spezialbeschwörung beschworen wird oder als Normalbeschwörung, darf ich eine zauberte Falle bei dir wählen und sie zerstören. Sollte sie in der Pendelzone zerstört werden, darf ich meinen Homeoffice-Botter von meinem Friedhof zurück auf, als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. In der Pendelskala sagt er nur, dass ich halt nur Homeoffice-Botter-Monster-Pendel beschwören darf. Das ist hier auch, denke ich mal, fair. Also von daher. So, und in meine andere Pendelskala lege ich meinen Homeoffice-Botter 006. Der macht in der Pendelzone das gleiche. Also es haben alle Pendel-Monster gemeinsam, dass ich halt nur Homeoffice-Botter beschwören darf. Und er sagt, wenn er als normal oder Spezialbeschwörung beschworen wird, darf ich ein Monster auf dem Spielfeld und seine Position ändern. Okay. Und sollte in der Pendelzone zerstört werden, darf ich eine Homeoffice-Botter-Karte in meinem Friedhof wählen und sie in meiner Hand hinzufügen. So, die Normalbeschwörung hatte ich schon. Macht aber doch trotzdem nichts. Ich möchte jetzt ganz gerne einmal in die Battle-Phase eintreten. Ja. Und da möchte ich ganz gerne als erstes mal mit meinem Homeoffice-Botter 004 einmal deine Hagit angreifen. Ja. So, dann, während, wenn du darauf nicht reagieren möchtest, aktiviere ich in der Schadensberechnung seinen Effekt. Du bekommst keinen Schaden. Ich darf einen Homeoffice-Botter von meinem Deck auf den Friedhof schicken und mein Homeoffice-Botter 004 bekommt Angriffspunkte in Höhe der Stufe des Monsters mal 500. Okay. Und ich denke, ich nehme hier mein Homeoffice-Botter 009. Das heißt, der bekommt jetzt 4500 Angriffspunkte oben drauf. Das würde normalerweise ziemlich gut wehtun, aber mir geht es erstmal darum, dass ich halt den Effekt von dem Portal quasi halt einmal umlenke. So, dann
möchte ich den Effekt von Homeoffice Botter 003 mal schnell aktivieren und ihn selber wählen. Und er bekommt jetzt für jede Homeoffice Botter Karte auf dem Spielfeld 500 Angriffspunkte. Das heißt, ich habe 2, ich habe 4, ich habe 5. Das heißt, er hat jetzt 3000 ja. Angriffspunkte und damit greife ich den Hagid an. Da werde ich jetzt auch nichts erstmal gegen tun. So, ja. Gut, und dann werde ich dich jetzt noch ein kleines bisschen kitz, wobei der sogar 3500 und der sogar 5000, aber das ist gut. Gar nicht relevant. Und ich werde dich nochmal für 500 Punkte kitzeln. Da würde ich, hätte ich einen Einwand. Ich würde gerne meine Megalith-Genese aktivieren. Ui. Dann darf ich einen Megalith-Monster in meinem Friedhof wählen und es als Spezialbeschwörung beschwören. Aber wenn es das Spielfeld verlässt... Dann wird es verbannt stattdessen. Nein, geht es unter das Deck. Unter das Deck sogar. Ja. Dann wähle mal dein Ziel. Ich möchte gerne meinen Ophiel wählen. Gut, dann möchte ich darauf reagieren und aktiviere vom Grab gerufen und möchte gerne den Ophiel verbannen. Nein. Doch. Gut, das heißt, ich darf jetzt doch für die 500 Punkte kitzeln. Ja, jetzt darfst du. Das ist schön. Gut, dann werde ich mal in die Main Phase 2 eintreten, eine weitere Karte setzen und dann werde ich meinen Spielzug fürs Erste beenden. Na gut, ich ziehe. So, ich würde gerne meinen Megalith-Genese aktivieren. Das darf ich einmal pro Spielzug und würde mir gerne meinen Hagid wiederholen. Da würde ich vielleicht mal warten, bis ich mein zweites vom Grab gerufen aktiviere und dann Hagid verbanne. Ja, toll. Willst du noch meinen Block drachen? Na gut. Dann aktiviere ich meine Vorbereitung der Riten. Dann such dir mal ein Ritualmonster. Stufe 7 oder niedriger. Ganz so einfach mache ich es dir dann doch nicht. Also ich halte mich schon zurück, aber... Megalith, och. Ja. Genau, mein Megalith, och. Och ja, kann man mal machen. Ja, es wird aber leider nicht sehr viel besser. Ich werde jetzt meinen Falek, meinen Blockdrachen und mein Och verbannen. Das sind Schnelleffekte von allen, ne? Das ist ein Schnelleffekt bei ihm und bei ihm ist es halt während der Schadensberechnung. Und ich kann dann einen beliebigen Home of the Spotter wählen, um die Punkte drauf zu packen. Das ist nicht gut. Ja, dann muss ich mich leider noch ein wenig verteidigen. Mit dem Blockdrachen. Ich habe jetzt wirklich die letzten beiden Duelle mit 2 Blockdrachen in der Hand gestartet. Das ist einfach... Oh ja, das will man natürlich nicht. Nein. Und deswegen, viel mehr kann ich jetzt gerade auch nicht tun, als mich zu verteidigen und auf mein Ende zu warten. Oh, das klingt so harsch. Aber mal gucken, ich ziehe mal erstmal eine Karte. Reigeki. Nein, nee, okay. das würde ja nicht funktionieren. Stimmt, das haben wir ja gerade festgestellt, aber ich kann auch so... warum eigentlich nicht? Ich rufe als Normalbeschwörung Homeoffice Botter 003 und möchte gerne seinen Effekt mal benutzen, um meinen Homeoffice Botter aus meinem Deck zu beschwören. Ja. Ja, und dann nehmen wir doch jetzt mal... Da ist er. Mein Homeoffice Botter 001. So, und jetzt wird es richtig lustig, weil jetzt können wir mal ein bisschen Mathe betreiben. Und da wird sich wahrscheinlich Lady Mikai auch drüber freuen, weil Mathe ist nämlich nicht ihre Lieblingssache. So, dann gehen wir nochmal durch. Also, er gibt allen anderen Maschinenmonstern 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Der Homeoffice Botter 001 bekommt für jedes Maschinenmonster auf dem Spielfeld 500 Angriffspunkte. Da ich gerade 5 habe, bekommt er gerade 2500 plus die 500 von ihm. So, und ihm kann er, und durch die beiden kann ich jeweils auch nochmal die Angriffspunkte von einem Homeoffice Botter jeweils pushen. So. Dann lass uns doch mal ein bisschen Spaß haben. Ich gehe mal in die Battle-Phase. Dann greife ich als erstes mal mit meinem Homeoffice-Botter 004 an. So, genau. Ach, du kriegst für den Rest des Spielzuges keinen Kampfschaden. Das ist natürlich noch ganz wichtig. Hahaha. Ja, ich werde aber trotzdem angreifen. Und zwar greife ich an, der 3000 Verteidigungspunkte. Der bekommt 3000 Punkte obendrauf. Das heißt, der 3500 Punkte. Dann greife ich mit Homeoffice-Botter 001 einmal deinen Blockdrachen an. Ja. Lohnt es sich jetzt noch, seinen Effekt zu aktivieren? Lohnt tut es sich immer. Dann mache ich das einfach mal. Und... Ich glaube, dann hole ich Och und Ophiel auf meine Hand. Zusammen Stufe 8. Ja. So, dann geht es weiter im Text. Dann greife ich jetzt mit dem Homeoffice Botter 003 einmal an und dann aktiviere ich auf die Angriffsdeklaration noch seinen Effekt und möchte ihn selber nochmal um 2500 Punkte pushen und durch ihn bekommt er auch nochmal 500 Punkte, das heißt, er bekommt insgesamt 3000 Angriffspunkte obendrauf, also bei 3500 Punkten.
Und die nutze ich auch mal, um dir mal ein bisschen Schaden zu drücken. Ja, gleiches Spiel mache ich nochmal mit dem 003, mit dem zweiten Homeoffice 003. Ja. Das heißt, du bekommst nochmal 3500 Punkte Schaden. So, und ja, dann greifen dich die beiden Kollegen auch mal an und dann sollte es auch definitiv reichen. Ja, dann danke auf jeden Fall für das zweite Match. Homeoffice Botter an die Macht. Ich schwöre, die Stick war besser. Ich gebe dir gerne nochmal bei unseren Locals die Chance, dann das nochmal zu beweisen, wenn dann der neue Support auch dann da ist. Sehr gerne. Also das Deck hat definitiv noch eine Menge Potenzial, vor allem mit dem neuen Support, der noch rauskommt, wird das Deck nochmal ein ganzes Stück stärker. Gut, das war Duell Nummer 2, Homeoffice Botter gegen Megalith. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir machen jetzt wieder ein kleines Päuschen und dann geht es dann gleich weiter mit dem letzten Match des heutigen Tages in unserem Quarantäne-Stream live aus dem Trading Card Superstore. Bis gleich.